Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sack My Kraken. Nicht, wo gehst du denn hin, Sacky Co-Cracky? Wir reden jetzt dann gleich mit dem Gärtner. Ich schaue mir nur kurz alles noch an vorher. Drin ist, was draufsteht. Saatgut. Und wenn ich das richtig sehe, sind das Samen von Erdnussstauden. Na, kein Wunder, dass hier nichts gedeiht. Wie kann man in Zürich Erdnüsse anbauen? Okay, wir haben Erdnusssamen. Du hast es falsch verstanden. Ich bin Star-Reporter und nicht Gärtner oder Taschendieb. Ein Loch! Wie interessant. Irgendetwas scheint darin zu leben. Aha. Meine Hand stecke ich da nicht rein. Das ist definitiv nicht möglich. Das hilft mir nicht weit. Und er vielleicht... Ja, wollte ich nicht. Reden wir. Guten Tag. Sind Sie hier der Gärtner? Nein, ich bin Zollbeamter der Transsibirischen Eisenbahn. Natürlich bin ich der Gärtner. Ja, Entschuldigung, ich wollte nur sicher gehen. Ich wollte Sie fragen, ob die Möglichkeit bestände, dass ich Ihre Schaufel für einen Moment ausleihen... Natürlich nicht. Außerdem ist das nicht nur eine einfache Schaufel. Warum ist das keine Schaufel? Das ist ein Erbstück von meinem Vater Wilhelm Theodor. Der wiederum hat sie von seinem Urgroßvater, dem damaligen Hofgärtner eines indischen Maharajas. Und dieser hat sie von einem französischen Kaiser bekommen. Ah so. Sagen Sie, kennen Sie sich mit Schädlingen aus? Also ich sehe hier nur einen Schädling. Aber nun, sag mal, was du willst, Jungchen. Ich müsste etwas über Termiten wissen. Termiten? Ja, wissen Sie da etwas? Klar weiß ich was, aber interessiert dich das denn wirklich? Ich habe keine Lust, meine Zeit zu verschwenden. Doch, wirklich? Welche Termiten? Nun, da hinten. Nein, ich meine, welche Art von Termiten? Du musst wissen, dass es viele hundert Arten von Termiten gibt. Ich weiß viel über Termiten, aber die Art muss ich schon wissen. Nun, ich könnte sie Ihnen zeigen. Sie sind dort. Nein, ich han kein Zick. Sag mir eher, sind's was du mit ihnen vorhast. Ja, was habe ich denn mit ihm vor? Ich weiß nicht. Er sieht nicht so aus, als würde er Spaß verstehen. Ich habe eigentlich vor, sie loszuwerden. Das wird schwer. Hast du Erfahrung mit Napalm? Nein. Wasserstoffexplosionen. Auch nicht. Dann hast du ein Problem. Termiten sind schwer zu bekämpfen, außer man geht mit radikalen Methoden vor. Ich habe aber auch mal gehört, dass das Verwenden eines Duftstoffs helfen soll. Naja, wie auch immer, Termiten sind wie Kakerlaken und Ratten. Ja, was man mit ihnen macht, man bekommt sie nicht los. Sie haben da etwas über einen Duftstoff gesagt. Ah, richtig. Es ist nicht wirklich ein Duftstoff, es hat eher etwas mit der Qualität von Holz zu tun. Sie meinen, man könnte versuchen, die Termiten mit einer attraktiveren Holzsorte zu ködern? Ja, genau. Wie die Menschen wollen auch Termiten immer das Beste vom Besten. So lassen sie gerne von einem Gegenstand ab, wenn sie als Ausgleich etwas Besseres bekommen. Welche Sorte Holz käme denn in Frage? Alles Mögliche. Kirschholz, Walnuss, Olive, Rosenholz, Mahagoni und die gebeizte Hainbuche. Hauptsache edel. Und wo bekomme ich so etwas her? Tja, da bin ich überfragt. Mein rechtes Auge ist zwar aus edlem Holz gefertigt, aber du kannst dir vorstellen, dass ich es dir nicht geben werde. Sagen Sie mal, was ist Ihnen denn über die Leber gelaufen? Wie? Na, schauen Sie sich doch mal an. Sie sehen so betrübt aus. Na, schau dich doch mal um. Nichts wächst. Ich bin ein Versager. Hey, Kopf hoch. Das wird schon. Glaubst du? Ja, sicher. Sie haben da aber schöne Handschuhe. Willst du sie haben? Gerne. Hier, ich brauche sie nicht mehr. Ich habe von der Gewerkschaft neue bekommen, zum 60. Jubiläum. Der 60. von Ihnen oder der Gewerkschaft?
Von der Gewerkschaft natürlich. Ich selbst bin ja erst 33 Jahre alt. Vielen Dank. 33 Jahre. Pff, wer's glaubt? Ach, wir haben schon wieder so viel Zeugs hier. Ich weiß überhaupt nicht, was wir tun sollen. So, ich muss warten. Schöner. Ich habe mal wieder keine Ahnung, was du von mir willst. Mein Garten könnte ihn zwar gebrauchen, aber ich will nicht, dass er mich begleitet. Nachher erntet er noch die Lorbeeren für meine Weltrettung. Er sieht nicht so aus, als würde er gerne herumgeschubst werden. Andererseits, ein aufmunternder Klaps wird ihm vielleicht ganz gut tun. Kopf hoch, das wird schon wieder. Ups. Hey du da, wohin willst du mit meinem Auge? Oh, sorry. Ich wollte es mir nur mal kurz ausleihen. Du haust hier nicht eher ab, bevor ich nicht mein Auge wieder habe. Ich dachte, er hätte es nicht bemerkt. Mist. Können wir ihm irgendwie ein Ersatzauge geben und das er nicht merkt? Die Kastanie. Schade, das funktioniert nicht. Na gut. Vielleicht, wenn wir die Kastanie aufschneiden. Das kommt mir irgendwie sinnlos vor. Was? Warum denn? Der Boden. Mach doch die Kastanie auf. Aua! Ah! Das hat gepiekst. Und jetzt haben wir die geöffnete Kastanie. Hier haben Sie Ihr Auge zurück. Danke, Mignon. Segmack clever. Sehr gut. Ich weiß zwar immer noch nicht genau, was wir jetzt machen, aber das ist schon mal gut. Warte mal. Speichern. Bitteschön. Und jetzt werden wir die Termiten mit dem Auge anlocken. Vermutlich würden sie es auffressen, aber das hilft mir leider auch nicht weiter. Doch, weil wir dann das Auge auf ihn werfen. Ich sollte mir lieber etwas anderes überlegen. Ach, Junge. Das kommt mir irgendwie Sinn. Tja. Das hilft. Nein, das... Das soll... Okay, alles mit allem kombinieren. Tja, das... Simple Arbeitshandschuhe. Hilft ja eh nichts sonst. Das führt... Die... Schade. Ein bisschen... Da fehlt... Das Leid... Das soll... Das soll... Das geht... Das Leid... Da fehlt... Das... Wenn man mich dafür bezahlt... Diese Idee... Hey, damit kann ich nun Objekte erreichen, die außerhalb meiner Reichweite liegen. Ah, so ein Bullshit, aber okay von mir aus. oh Mann, ey. Na, was denn los? Gute Idee, Zachary. Das könnte klappen. So gefällt mir der Handschuh gleich viel besser. Okay. Wenn man mich dafür bezahlen würde... Das kommt mir... Ich sollte... Lieber... Das le... Tja... Wenn das... Das habe... Lustig... Die Zeit... Zach McCracken, der Mann mit dem grünen Daumen. Mist, jetzt ist gerade vom Titan-Cutter die Klinge abgebrochen. Abgeschnittener grüner Daumen... Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt, aber machen wir weiter. Funktioniert bis jetzt ganz gut. Das ist definitiv nicht möglich. Wenn man mich dafür bezahlen würde. Das habe... Tja. Das kann... Da fehlt... Das le... De... Das kl... Das hier... Ich soll... Ich hab... Das hier... So... Das kommt... Das... Diese... Wenn man mich dafür bezahlt, das wäre schade. Die denkt nach. Oder ich bringe den grünen Daumen zum Gärtner, damit seine Pflanzen wachsen, weil... Keine Ahnung. Lustig. Das hilft. Das funktioniert. Wenn man mich dafür... Das sollte... Wenn man mich dafür... Das werde ich... Das sollten... Solange... Lieber nicht. Einige der Erdnusssamen... Ups. Das...
Das machen wir jetzt noch schnell fertig hier. Alles mit allem probieren. Viel ist es jetzt eh nicht mehr. Es ist das Lust. Das kommt mir irgendwie. Das ist. Ich soll. Nein. Auf. Das. Es ist. Das sollten lieber. Warte mal. Es ist ziemlich hart. Genau. Wenn ich nämlich den Kaugummi auf die Gießkanne anwende, dann sagt er mir, es ist ziemlich hart. Das heißt, das gehört zusammen, aber jetzt noch nicht. Deswegen kauen wir den jetzt. Da verklebe ich mir die Finger. Es ist ziemlich hart. Es ekelt mich zwar an, aber die einzige Möglichkeit, es nicht zu bekommen, ist wohl, es zu kauen. Okay. Okay. Das Kaugummi sollte das Loch verschließen. Oh Gott, ey. Ich werd so widerlich. Ah, ist das widerlich. Okay, gut. So weit, so gut. Jetzt können wir Wasser einfüllen. Wenn ich Glück habe, ist er angeschlossen. Dann kann ich die Gießkanne Da sprudelt Wasser raus. Okay. Nun befindet sich Wasser in der Kanne. Gut. Was jetzt? Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Eine Sache fällt mir noch ein. Gehen wir noch mal kurz zurück. Vielleicht ist das Bambusrohr ein Hebel für die Maschine hier. Das sieht ziemlich uninteressant aus. Na gut, hätte ja sein können. Okay, wir haben jetzt eine geflickte Gießkanne mit Wasser, einen grünen Daumen. Keine Ahnung. Gute Idee. Mit dem grünen Daumen müsste ich ihn austricksen können. Ich stelle mich einfach als Mitarbeiter des Gartenclubs Grüner Daumen vor. Aber Moment, er kennt mich. Ich ziehe den Bart an. Wollte ich gerade sagen. So, los geht's. Guten Tag. Man sagte mir, Sie suchen einen Gartenbauexperten. Kennen wir uns nicht. Nein, das muss wohl mein Zwillingsbruder gewesen sein. Entschuldigen Sie, der Gute ist oft ein wenig aufdringlich. Das war Crack McZecken. Also, mein Name ist Gutholz Grünstich und ich komme vom Gartenclub Grüner Daumen. Hier ist unsere Erkennungsmarke. Man sagte, Sie haben ein Problem? Nun, wie Sie hier sehen, Herr Grünstich, ich bin in einem Dilemma. Ich habe die Pflanzen ordnungsgemäß nach allen gartenbautheoretischen Grundlagen gepflegt. Nur gedüngt sind die Pflanzen nicht. Eine peinliche Sache. Ich habe das Mischverhältnis vergessen. Wie Sie ja wissen, ist der prozentuale Anteil des Düngemittels im Wasser äußerst wichtig. Genauso wie die Dichte des Bodens, seine Mineralgehalte und so weiter. Und ich würde ja einfach drauf losdüngen, aber nach Ihrem Kodex heißt es ja, ich zitiere wörtlich: Eine gute Ernte im Gemüsegarten kann man nur durch ausgeglichene Düngung erreichen. Ein Nährstoffüberangebot, welches durch übermäßiges Düngen schnell erreicht wird, ist für die Pflanzen schädlich. Bei nicht ausreichender Nährstoffversorgung mangelt es an Erträgen. Um hier die richtige Dosierung zu finden, kann eine Bodenuntersuchung über die Nährstoffversorgung und den gegebenenfalls erforderlichen Düngebedarf durchgeführt werden. Dies erledigt das Haus Grüner Daumen gerne für Sie. Eine solche wurde ja kürzlich durchgeführt und man hat mir für diese Grünfläche individuell eine Anleitung zum Düngen erstellt. Nur habe ich sie leider vergessen. Seien Sie unbesorgt. Ich erledige das für Sie. Vielen Dank, Herr Grünstich. Was? Bitte? Wenn man mich dafür bezahlen würde... Der Boden ist nicht gerade das, was man unter fruchtbar versteht. Edeltorf. Aber auch er lässt die Gewächse nicht wachsen. Komisch. Im Moment brauche ich ihn nicht. Den Gedanken sollte ich verwerfen. Der Boden ist nicht... Wenn überhaupt, gesät wurde nämlich schon...
Wasser allein wird hier nicht helfen. Vermutlich braucht man ein starkes Düngemittel, um den Pflanzen wieder etwas Leben einzuhauchen. Ja, aber wo soll ich jetzt ein starkes Düngemittel herkriegen? Sägespäne. Ich sollte nochmal darüber nachdenken. Der Knochen... Knochenhand. Das kommt mir irgendwie sinnlos vor. Das ist eigen... Goldfisch. Diese Idee sollte ich... Das führt zu nicht... Ah, die Holzauge, Termiten, ich habe ein Messer. Für was das Messer? Die Messerspitze, ich habe ein Blasrohr. Das sieht ziemlich... Den Gedanken... Die Z... Tja, ein Windrad. So langsam... Ja, was nun? Was nun? Warte mal. Stopp. Da geht's doch auch lang, oder? Fällt mir gerade ein. Ich glaube, da kann man auch lang gehen. Oder? Nein, doch nicht. Dachte schon. Ein langer Wanderweg. Ganz nett, aber mir fehlt die Zeit. Ach so, okay. Ein langer Wanderweg. Ein wanderlanger Weg. Wählt die weit waschten durchten Dächten. Und so. Ohne mich. Ohne ihn. Ach, wir können uns noch einen Zweig nehmen. Aha. Oi. Schauen wir mal, ob wir... Das werde ich... Das leider... Den... Ein bisschen... Das soll... Das leider... Das... Das... Also gut. Lasst uns... Komisch. Komisch. Bonjour, mon petit chouchou. Bonvenue dans l'infirmière. Oh, Ihr Akzent ist widerlich. Mein Ohr blutet. Ich gehe. Excusez-moi, je suis désolé. Irgendwie bringt das nichts. Aber lustig ist es schon. Daran fummel ich lieber nicht rum, sonst verrutscht die Perücke noch. Das kommt mir immer wieder spaßig. Rock'n'Roll. Dieses Gewächs sieht sehr interessant. Es macht Schmatten. Ein komisches. Der King kommt, um mich wieder einzusperren? Mich wundert, dass du unvorsichtig genug bist, alleine hier aufzutauchen. Moment. Du siehst das ganz falsch. Ich bin nicht... Das ist dein Ende, King. Außerirdisches Killergemüse vernascht Star-Reporter. Tja. So kann's gehen. Camilla ist zurück. Wissenschaftler wollen jetzt zweiköpfiges Eichhörnchen klonen. Aha. Eine der wenigen Fotografien des zweiköpfigen Eichhörnchen. Forscher wollen dieses niedliche Tierchen nun zu einem neuen Leben verhelfen. Dann reden wir mal als King mit dem Gärtner. Sind wir der Chef von dem Gärtner als King oder wie? Scheint. Und er sieht vielleicht... Ich sollte ihn jetzt endlich in Ruhe lassen, dieser arme Kerl. Schwester? Skalpell. Ich sollte ihn jetzt... Ich habe keine Zeit, mich auszuruhen. Meine Hand stecke ich da nicht rein. Das leider geht nicht. Lieber nicht. Das sollte ich besser lassen. Was sollen wir denn dann machen? Mit Saatgut rauslocken? Ich sollte mir lieber etwas anderes... Das soll ein Scherz... Den Gedanken... Das wäre nicht annähernd am... Ein solches Gerät kann man eigentlich immer gut gebrauchen. Ich hoffe, der Gärtner hat nichts dagegen. Lassen Sie die Schaufel dort... Er hat etwas dagegen.
Wartet mal schnell. Aber wie sieht's denn jetzt aus? Ein solches Gerät. Lassen Sie die Schaufel dort stehen. Aber ich bin doch. Hat etwas da. Aber ich bin doch der. Der. Oh. Alt, verrostet, vergammelt. Damit kann ich nun wirklich nichts anfangen. Es macht keinen Sinn, hier grundlos Löcher auszuheben. Erde finde ich überall. Und besonders mit dieser unfruchtbaren Erde kann ich nichts anfangen. Was würde der Gärtner sagen, wenn ich mich in sein Beet erleichtern würde? Vielleicht gibt es eine bessere Möglichkeit, sein Vertrauen zu gewinnen. Du hast es falsch verstanden. Ich bin Star... Na gut, irgendwie sind wir hier nicht so ganz richtig, ne? Irgendwas müssen wir... Irgendwas... Mit diesem Auge und den Termiten... Vermutlich würden sie es auffressen, aber das hilft mir leider auch nicht. Tja, das macht leider... Ein Bambusrohr. Jetzt wartet mal. Den könnte man vielleicht als Wünschelrute benutzen. Ich habe etwas Wasser reingefüllt. Die abgebrochene Spitze vom Titancutter. Ein Bambusrohr. Früher hat man mit sowas eins auf die Griffel bekommen. Ein Holzauge. Es ist rund und wurde anstelle eines Auges getragen. Da kommt meine panische Angst vor Prothesen wieder hoch. Einige der Erdnusssamen vom Gärtner. Tja, ein Windrad. Erscheint mir auf den ersten Blick nutzlos, aber man kann ja nie wissen. Ein Haufen mit unspektakulären Sägespänen. Das ist Sushi, mein Fisch und bester Freund. Ja, wirklich. Eigentlich ist es Sushi die dritte, aber man merkt keinen Unterschied. Der Knochen einer Hand. Die perfekte Maske, um einen Elvis-Doppelgänger zu mimen. Sieh an, ein falscher, echt französischer Schnauzbart. Knochenmehl. Denk nach. Knochenmehl. Tja, das macht leider keinen Sinn. Knochenmehl ist doch super Dünger, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, das hätte voll Sinn gemacht. Ich sollte mir... 300 Millionen... Tja, das macht... Das wäre nicht annähernd... lieber nicht. Okay, ich habe keine Ahnung. Machen wir für heute Schluss. Und morgen machen wir weiter. Ich schau mal in dem Guide irgendeinen Anhaltspunkt, damit wir weitermachen können. Macht's gut, bis morgen. Ciao.